Moin und herzlich willkommen wieder hier bei mir auf dem Kanal. Die Pylontech-Akkus sind jetzt in die Hütte eingezogen. Wir machen jetzt zusammen die Inbetriebnahme. Als erstes Spannung der einzelnen Blöcke messen. Einschalten, einschalten. Fertiggestellt. Und die Spannung beim obersten Block ist 0. 49,8 Volt. Beim unteren 49,8 Volt. Okay. Wieder ausschalten. Den oberen als Master definieren, Dipschalter 2 auf 1, die Linkverbindung herstellen, beide einschalten, und beide gehen an. Okay. Und beide wieder aus. Die Brücken setzen. Das ist unschön, das machen wir anders. Das machen wir so. So. Jetzt sind die Akkus bereit. Die beiden sind noch nicht angesteckt, weil die Enden noch nicht angeklemmt sind. Das kommt jetzt. Spannungslos machen der Anlage. Erst die PV-Signale von den Ladereglern nehmen. Den Zen 1000 AC-seitig trennen. In der Zeit konnte jetzt die PV-Spannung hier auf 0 Volt runtergehen. Und jetzt können wir die ganzen Lasten wegnehmen. Und jetzt ist alles aus. Jetzt liegt natürlich hier an den Schienen immer noch Batteriespannung an. Von 49,1 Volt. Deswegen an der Batterie die Pole losschrauben. So, die beiden Pole sind jetzt abgeklemmt. Wichtig ist auch diese Reihenfolge. Nicht einfach hier abschrauben und dann hat man hier das lose Ende mit dem Minuspotenzial und fuchtelt rum und haut dann auf einmal gegen die Plusschiene. Äußerst ungünstig, diese Variante. Nachdem nun beide Leitungen hier vorne fixiert sind, können wir sie auf der Rückseite, da habe ich schon was vorbereitet, auch fixieren. Hier habe ich schon Kabelschellen vorbereitet. Ja, jetzt sieht das auf der Rückseite so aus. Die Zuleitungsstrippen von den Pylontech Akkus sind unten an den Akkus jetzt angeklemmt. Ich werde jetzt das Akkupack einschalten. Aktuell ist nämlich noch aus. Wie ihr seht, 0 Volt. Einschalten. Und jetzt haben wir unsere 49,8 Volt hier. Fangen wir an mit Laderegler 1. Den könnt ihr gar nicht sehen. Moment.
So, Laderegler 1 läuft an. Spannung erfasst von 49,7 Volt. Laderegler 2 läuft an. Spannung erfasst von 49,8 Volt. Und jetzt den Sun 1000. AC-seitig. Sicherung rein. Volt. Porti sagt, nicht regeln. Jetzt fängt das Porti an zu regeln. 93 Watt. Der läuft also auch. Inbetriebnahme erfolgreich geglückt. Auch. Ab sofort werde ich euch jetzt auf dem Laufenden halten mit Grafiken, die belegen, wie mein System arbeitet. Die zeigen, was ich für eine Einspeisung ins Haus hatte, was für einen Energiebezug ich hatte. Und jetzt kann das System hier richtig schön arbeiten. Macht's gut, bis demnächst, bleibt gesund. Eins habe ich noch vergessen. Vielleicht wundert ihr euch, warum hier 92 Watt rauskommen, obwohl die Steuersicherung noch aus ist. Ist ganz einfach. Ich habe den Servo abgeschaltet, als er Poti-Stellung 93 Watt hatte. Und da er jetzt noch nicht nachregeln kann, steht der Poti halt noch so. Also, jetzt nochmal. Macht es gut. Bis demnächst.